Servus Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute Türchen Nummer 6. Ja, der Nikolaus, den ich bei meiner Mutter verbringen werde, genauso wie den Tag nach Nikolaus und den Tag danach. Und irgendwie habe ich das Gefühl, okay, das ist irgendeine Schachtel da drin. Es ist auf jeden Fall ein größeres Paket als die anderen Dinger. Aber ein bisschen schmaler als das von der Matrix. Ja, wird man sehen. Öffnen wir einfach mal das Paket. Ich glaube, das ist die falsche Seite. Na, ja. War die falsche Seite. So, da haben wir sonst nichts mehr. Wie geht das denn hier weiter? Na? So. Hier ist sonst nichts. Hier können... Oh, ein Fallout. Ein Fallout-Item zu Nikolaus. Das ist doch mal sehr toll. Da kam schon auf Nikolaus das Item, also das Franchise, weshalb ich die legendäre Lootbox, den legendären Adventskalender bestellt habe. Und es hat, denke ich mal, was mit Weihnachten zu tun. Oder auch nicht. Packen wir das mal beiseite. Es ist ein Fallout Nuka-Cola Hip Flask Gift Set. So, das ist auf jeden Fall schick. Ist das ein Original Bethesda-Item oder... steht hier auf jeden Fall nichts drauf, aber da Fallout eine eingetragene Schutzmarke ist, denke ich mal ja. So, kann ich das denn auspacken, ohne dass es beschädigt wird? Also ich meine jetzt die Außenverpackung. So. Na, gehst du wohl auf? Aha. Interessant, wir haben hier... Wer nicht weiß, was das ist, hat einiges verpasst. Einem Flachmann. So eine Sauerei, da ist nichts drin. Aber naja. Dann haben wir dazu die passenden Behältnisse. Ich muss jedes Mal dran denken, dass das Video ein bisschen kleiner ausfällt, als es ist. Also als ich es aufnehme. Deswegen muss ich das Teil hier ein bisschen höher schieben. So, du gehst wieder da rein. So, dann haben wir hier zwei... Beige mit dem Nuka-Cola-Schriftzug, einer mit Kreis, einer ohne Kreis, und ich glaube, das Ding da oben, kriege ich die Gläser wieder rein, oder das? Ah, so kriegt man die wieder rein. Oben wieder reindrücken und ja, so. Und das hier ist der Trichter. Wofür der Trichter? Für den Flachmann. So, da wäre es jetzt ganz gut gewesen, wenn man einen... So. So, funktioniert das Ganze hier oben, kippt man das dann rein. Da unten kommt es raus, so. Und ja. Mir gefällt er auf jeden Fall. Ich trinke zwar selber nichts. Ich lehne auch vehement Alkohol ab. Also, ich trinke selber kaum bis gar keinen Alkohol. Aber das ist ein cooles Gimmick. Das könnte man für ein Cosplay verwenden, habe ich das Gefühl. Hm. Oder auf ein... Na? Jetzt ist er drin. So. Oder auf dem Weihnachtsmarkt, sage ich schon. Oder halt auf dem Markt. Oder sonst wo. So. Du gehst bitte wieder richtig zu. Ja, also das Set, das behalte ich auf jeden Fall selbst. Die letzten vier Items, also halt das Gläser-Set, Rick and Morty Lanyard, den Like-Button und
das Ding, das, die sind ja so gesehen schon verschenkt. Und das Puzzle und die Luca-Cola-Flask hier ist ein bisschen anders. Ich finde es auf jeden Fall toll. Ja, Leute, ich danke fürs Zuschauen. Dann sieht man sich beim nächsten Mal. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und ciao.